Dritter Satz. Der Schlag wird ein Hundhammer für Rosner. Der Linkshänder aus Karlsbach oder Flanken. Da zumindest hat er als sehr junger Knabe Tischstoß gewahrt. Kommt hier nicht in diese Partie. Dementsprechend auch jetzt eine Auszeit. Big in Sätzen 0-2 hinten. Und im dritten auch schon wieder 0-3. Schaut nicht gut aus. Sich ein erfälliger Schwer. Kuhmann. Trotz dieses hervorragenden Ballgefühls hat er heute zumindest sein erstes Einzel nicht gewinnen können. Zunächst einmal Früchte zu tragen. Und selbst, so wie ich es sehe, aggressiver spielen. Ja, da war schon wieder ein Schubball zu viel. Die ganze Aggressivität ist wieder genüge. Natürlich spielt man halt nur so aggressiv, wie es der Gegner zulässt. Ist schon klar. Der Hund haben wir hier, der Master der weichen, aber sehr sicheren Bälle. Inklusive gute Platzierungen macht er da Punkt um Punkt. Sorry.